Deutschland ist bei den fußballerischen Großereignissen immer zu den Titelaspiranten zu zählen. Wie schlagen sich die Jungs von Jogi Löw denn bei der EM? Ja, die Deutschen haben also einen exzellenten, guten Anfang. Sie werden sich aber Ende des Turnieres ein paar sehr komische Dinge einfangen. Dazu gehört auch der Torhüter. Das Viertelfinale werden die Deutschen überstehen, außer sie geraten natürlich an Italien oder Holland. Und die Problematik wird sich dann am 25. stellen, da werden sie dann eher ausscheiden. 25. 26. Hier geht es um das Halbfinale und da haben sie keine gute Konstellationen. Da steht die Sonne in Opposition vom Pluto und da wird es sich wahrscheinlich nicht ausgehen. Neben den astrologischen Favoriten Italien, Holland und Portugal werden laut Dietmar Amann zwei Teams für Furore sorgen. Die Kroaten spielen eine ausgezeichnete Europameisterschaft. Auch die Russen werden etwas nach vorne driften, aber bei denen reicht sozusagen die Kondition nicht. Also die schaffen das auch nicht. Aber die Kroaten sind noch mehr bevorzugt als die Deutschen sogar. Also die haben eine ganz tolle Mannschaft und haben eine ganz gute Konstellation. Wie werden eigentlich die einzelnen Spiele überhaupt berechnet? Die Technik an der Astrologie ist so, wir berechnen das Horoskop vom einzelnen Staat, wann er gegründet ist, also zu welchem Zeitpunkt. Wir nehmen jetzt zum Beispiel ein Beispiel Deutschland am 23.05.1949 um 17 Uhr in Bonn. Da wurde Deutschland gegründet und da wird dieses Horoskop dann hineingespielt und da werden wir dann hineinschauen, wo sitzt der Jupiter, wo sitzt der Mars. Mars ist ja dieser Kämpfer, weiß man ja, der setzt sich durch und Jupiter natürlich der Glücksplanet und Venus ebenfalls. Und wenn diese drei Planeten in einem günstigen Verhältnis stehen zum Grundhoroskop, dann können wir den Sieger ermitteln. Bei der Weltmeisterschaft 2006 lag unser VOL-Astrologe bei einem einzigen von 64 Spielen falsch. Wetten darf der Götzen aber trotzdem nicht. Nein, das ist mir nicht erlaubt. Astrologen dürfen diese Fähigkeit, die sie haben, nicht einsetzen, um Gewinn zu erzielen, gerade im Bereich von Glücksspiel. Meine Freunde haben bei der letzten WM sehr gutes Geld verdient. Ich selbst habe es natürlich gelassen.